So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon. Let's go Pikachu! Wir machen heute weiter mit unserem Helden, um ja, der beste Pokémon-Trainer überhaupt zu werden. Was soll bin ich überhaupt? Ah ja, ich glaube, wir haben den letzten Trainer, hier oben geholt, um ja, Klumanda zu kriegen. So, jetzt geht's los mit unserem Helden. Und wir kämpfen zuerst gegen diesen Wanderer, der hier oben steht. Ah, ich komme zwar gerade vom Mondberg, aber ich bin da kein bisschen müde. Ja, glaube ich dir. Geht, glaube ich dir, mein Kollege. Der gute Oscar möchte uns herausfordern mit Onix. Und wir greifen uns mit Novi und mit Pikachu. Dann gehen wir mit Ranki drauf. Ich weiß halt immer noch nicht, wie ich das wegkriegen soll mit dem Chor-Partner. Das heißt, wir greifen jetzt voll an. Und einmal noch Ranki, damit ist dieses Onix down. Bye bye, Onix. Adios, bye bye. Auf Wiedersehen. So, Oscar ist besiegt. Und heute kümmern wir uns um diese Route hier. So, nimm mal. So, dann nehmen wir den Ball hier mit. Das ist ein Supertrank. Warum nicht? So, gucken wir mal, was wir für ein Team haben. Bewegen. So, dann kümmern wir uns mal um diesen Trainer, der hier unten steht. Welche Route sind überhaupt? So. Ein Dickdar. Ja, wunderbar. Wir haben natürlich genau zwei Pokémon, die es eigentlich nicht wirklich rausreißen können. Aber wir kriegen schon hin. So, Pikachu mit Donner. Quatsch mit Donner, natürlich. Mit, der Kopfnuss. So ist es richtig. Und bye bye, Dickdar. So, der kleine Yannick ist besiegt mit seinem Diktat, der gar keine Chance hat. So. Und weiter geht's mit diesem Trainer hier oben. Der müsste meines Wissens sein Flapmon besitzen. Ich weiß aber nicht, wie weit das jetzt in Richtung der Original-Edition geändert wurde. Nein, es ist ein Vogeltrainer und der fängt an einem Tauboga an. Im Original hat er, glaube ich, einen Flekmon. By the way, ist dieser Trainer Teil des Mew-Glitches. Ich glaube, den habe ich euch in Pokémon Gelb gezeigt, oder? Ich glaube, den habe ich euch in Pokémon Gelb gezeigt. Bin ich aber eigentlich ziemlich sicher. So. Auf Wiedersehen jetzt mal Tauboga. 22 für Pikachu, für unsere Joelle, der Name uns von meiner Freundin und sind nebenbei gerade. Rox ist einer meiner treueren Abonnenten. Novi genauso. Und Rennrad ist mein Partner aus Far Cry New Dawn. So, dann haben wir einen Superschall raus, einen Konfusstrahl rein. Hat denselben Effekt, verwirrt den Gegner einfach. So. Dann hier der kleine Knirps wieder mal. Ah, ich habe mit meinem Papa eine Party auf der MSN im Hafen von der Royal City besucht. Toll, oder? Auf jeden Fall. Da werden wir auch demnächst doch hingehen. Ich weiß noch nicht, wie viele Folgen das sein werden. Aber das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Der gute kleine, der kleine Emil möchte uns herausfordern mit einem Rettern. Greift er uns an. Das dürfte es eigentlich normalerweise nicht so das Mega-Problem sein. So,
So, Pikachu Donnerblitz. Und auch Carpador. Wird natürlich sich ja welche beweisen dürfen. Und du sitzt noch im Radfahrt hinterher, mein Freund. Einmal kurz einen Doppelkick hinterher. Tja, war meine Vermutung, dass er jetzt mit Ruckzuck anfängt. So, bye bye. Ich werde übrigens in dem die Teile auch noch let's playen. Nur so nebenbei. So. Ich fand, kann es sogar sein, dass ich demnächst noch eine weitere Spiele von der Nintendo Switch auch let's playen werde. Definitiv Schwert und Schild. Das werden die neuen Pokémon und Pokémon-Editionen Mitte November. Werden die auch definitiv auf meinem Kanal erscheinen. Das kann ich euch schon mal so versprechen. So. Auch das, dieses Kleinscheiden wird nicht daran ändern. Auch wenn ich mich ein bisschen müde anhöre, es liegt einfach daran, dass ich den ganzen Tag bis vor ich bin und nur ein bisschen jetzt noch let's playen möchte. Egal. Oh, Kleinscheid setzt Geduld ein. Das bringt ihm nur gar nichts, weil das Pokémon direkt besiegt ist. Geschenkt. Der Wanderer kommt in einem Macholo. Macholo, Macholo, wie auch immer ihr es nennen wollt. So. Einmal Sonderblitz, mein Freund. Und bye bye, Macholo. Ah, wir sind schon übelst überpowered mit Pikachu mit Level 22 mittlerweile schon. Ich weiß noch gar nicht, was für nächste Teammitglieder ich ins Team nehmen werde. Ihr könnt ja gerne mal Vorschläge machen, welche Pokémon ich gerne ins Team nehmen soll. Doch, eins weiß ich noch. Also fehlt doch das letzte Teammitglied. Ich weiß noch nicht, wie. Wer, was und wo. So, das ist Goldini, wird ein gefundenes Fressen werden für unser Pikachu. Ich denke, diesen Donnerblitz sollte es dem Level überhaupt nicht wegstecken können. Ich denke, das wird relativ schnell gegrillt. Jo, nicht das Problem. So. So, okay. Ach, du möchtest nicht? Das geht nur bei den Protagonisten. Ah, ich bin richtig cool. Ich habe nämlich eine Freundin. Du und? Ich auch. So, ein Camper namens Matthias mit einem. Oh, ein Chigi hat er. Ein Chigi hat er. Ja, für große Probleme wird es nicht geben. Das müsste dann auch das Level 17 für Carpador bedeuten. So. Habe ich doch gesagt. Aber kein weiterer Levelaufstieg. Einzig Carpador reicht Level 17. Braucht nur 3 Level. Dann hat's, habe ich einen, ne? Garados. Ich kann schon mal sagen, ich bin einfach auch durch. So, dann haben wir hier einmal eine junge Dame, die ein Myrapla wahrscheinlich besitzt.
So. Dann geht's jetzt weiter. Mirapla. Ach, jetzt wird die Folge auch schon ein bisschen kürzer, weil wir eigentlich nur diese Route und B machen wollen. Und den Rest machen wir dann im nächsten Part dann. Tschüss, Mirapla. Das nächste Pokémon, Team Pokémon, werden wir uns im Moment noch demnächst hochkriegen. Demnächst wahrscheinlich auf der, nach diesem, wahrscheinlich sogar schon im nächsten Part. So. Dann einmal kurz drauf mit. Ja. Dieses Taubsi war so das geringste Problem. Auch kein weiteres Level Up für den Rest des Teams. So, dann gehen wir jetzt hier weiter. Hier ist noch ein Angler. Mal gucken, hier wird wahrscheinlich nicht auch nicht so das geringste Problem werden für unser Team. Ach, guck mal einer an. Ein Carbador gegen uns. Sollte der diesen Donnerblitz wegstecken, den Tackle dann auch wieder nicht kriegen. Aber es würde mich so schwer wundern. Ja, das war kein Problem für uns. Und jetzt ein neues Pokémon ein, nämlich ein Krabby. Das haben wir noch nicht gesehen in diesem Let's Play. Wie kriege ich diesen Koop-Modus auch nicht raus? Ich würde den ja gerne rausbekommen. Ein Volltreffer mit dem Donnerblitz. Ja, zieht dann doppelt so viel ab. Oder 50%, glaube ich, sogar mehr. Naja, wie immer sei. Das dürfte eigentlich mit dem Z-Bonus zusammen 100% erziehen. So. Haben wir noch hier irgendwas, was ich. Oh, ein Trainercoach oben, ja. Den werden wir uns auf jeden Fall noch unter den Nagel reißen, bevor wir dann zu Bill gehen. Vorher aber jetzt mal dieses Lockparfum nehmen. Diese Gegend hier wird von gerne für Dates genutzt, aber davon lasse ich mich nicht beeindrucken. Die Einsamkeit ist für einen Trainercoach für mich und eine Herausforderung für vielen. Ich bin ziemlich stark. Willst du, dass ich gegen dich antrete? Ja, natürlich, klar. Ich werde eine Lektion erteilen, die sich gewaschen hat. So, dieser Trainercoach weiß ich tatsächlich nicht, was er einsetzt, aber ich glaube, das sollte auch nicht das geringste Problem sein, was er da oben hat. Ich glaube, das zu sehen. Ein Macholo, ja. Wahrscheinlich mit Level 16 oder so. Einmal Donnerblitz. Und ein Tackle, den du hinterher bekommst noch. Ich glaube, danach kriegen wir die TM-Geo-Wurf. Und tschüss, liebes Marollo. Sie ist besiegt. Ich glaube, danach müssen wir Geo-Wurf bekommen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich finde, es lang wieder mal richtig Spaß. Hier ist das ist für dich. Die TM-15-Geo-Wurf. Mit Ansage. Genau. Dieses Macholo war Level 16, das heißt, wenn es Geowurf angesetzt hätte, hätte es 16 Schadenspunkte gemacht. Also mal die Höhe des Levels. Es gibt, glaube ich, noch so eine Attacke, die heißt Nachtnebel. Mit der werden wir auch demnächst konfrontiert. Ich glaube, das sind die einzigen meiner Attacken, die levelabhängig sind. So. Da sind wir in der, Hütte von Bill. Aber kein Bill da. Hm. Na du? Pikachu. Du scheinst gerade was entdeckt zu haben. Ach, da hinten. Ne, was ist das? Ein Nidoran? Das ist ein Nidorino. Hallo, ich bin ein Pokémon. Ja, Spaß beiseite, ich bin natürlich kein Pokémon. Einfach Bill. Ach, das ist Bill. Ich bin, was ist mit dem passiert? Das sieht aus wie ein Nidorino. Ich bin ein weichlichter Pokémaniac. Was guckst du mich so an? Du glaubst mir kein Wort, was? Ich lüge aber nicht. Bist leider ein Experiment missglückt. Dabei wurden meine Zellen mit denen eines Pokémon vertauscht. Wie sieht es aus? Bist du mir? Ja, klar doch. Okay, ich strecke den Teleporter und du schaltest von meinem PC aus das Zellteilungsprogramm. Genau, der PC da. Mach bloß keinen Fehler. Ich zähle auf dich. Na gut. So, einmal kurz.
Auf dem PC läuft ein Programm zur Steuerung des Teleporters. Hey, kannst du dich bitte ein bisschen beeilen? Wir setzen das Teilungsprogramm des Teleporters in Gang. Ich finde diese Zwischenvideos immer cool. Entschuldigung. Ich finde die so cool, diese Zwischenvideos. Nanu? Das Bild hat... Nein, Bild ist tatsächlich ein Mensch geworden. Hallöchen! Puh, tausend Dank. Das ist echt was gut bei mir. Hey, was sind meine Augen da? Du trägst in deine Beutel eine Pokémon-Box mit dir rum. Wenn du zu viele Pokémon gefangen hast und deine Pokémon-Box voll ist, kannst du sie an Professor Eich schicken. Praktisch, was? Achso, und noch was. Das hier ist für dich, als Dankeschön für die Rettung eben. Ich habe Bootstickets bekommen. Geil! Für was? In Urania City liegt ein großes Kreuzfahrtschiff, die vor Anker, die MSN. Ich habe zwar freundlicherweise eine Einladung zu einer Party an Bord bekommen, aber das ist nichts für mich. Das ist Schnieke für mich. Das sind mal mehrere Tickets zum Abreißen, falls du noch jemanden mitbringen willst. Viel Spaß! Ja, wir haben unseren Co-Partner hier mit am Start. Wie gesagt, ich kriege die junge Dame auch nicht weg. Das steht mir bitte nach. Das ist wahrscheinlich deswegen so einfach. Also, falls ihr irgendwelche Tipps habt oder sowas, dann schreibt sie bitte in die Kommentare. Ich hoffe, ich habe bisher eine sehr positive Rückmeldung bekommen für dieses Let's Play. Weil Pokémon geht meiner Meinung nach immer. So. Und gut, dann machen wir uns jetzt zurück auf... Nein, nach Urania City. Quatsch, Azuri City, so ist es richtig. Denn wir haben Bill ja jetzt geholfen. Jetzt müsste... Ja. Jetzt müsste eigentlich der Weg frei sein. Hey, gib mir sofort mein Pokéball zurück. Schicki, schicki. Und tschüss. Ah, dieses Pokéball ist unmöglich. Dabei muss ich doch auf das Haus aufpassen. Hey, hier geblieben. Ha. Na gut. Und dann würde ich mal sagen, machen wir hier einen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Und dann schauen wir mal, was sich in diesem Haus und hinter diesem Haus befindet. Bis dahin, auf Wiedersehen.